Fonte. Habt ihr beiden Bescheid bekommen, Jungs, heute 21:30? Ich weiß nicht, ob ich da bin. Ja. Ist es wichtig? Wie wichtig das ist es? Das ist sehr wichtig. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich das jetzt ansprechen muss. Ich, Rick, Frank von Camacho. Ja, ich muss gehen. Was machen wir denn überhaupt? Wollt ihr uns erstmal aufklären, bevor wir Das wäre ganz cool. Ja, wir reden halt, aber nicht hier. Warte ganz kurz, ey. Sag mal, ey, Ponte, ne? Hast keinen Bock auf Fahren. Und der hat einfach straight keinen Bock zu fahren. Ja, wie parkst du denn? Wie eine einzige. Ja. Warum stolperst du denn? Was hab ich mir wohl Schuhe an? Weil ich zu blöd bin, über eine Mülltonne zu klettern. Hm? Alles fit? Jo, alles prima. Hi. No parking. Achso. Ist das ein Klassenausflug? Ja, dann stellt euch mal bitte. Lass mich hier drunter stehen, falls jemand links hier fährt. Dann lass hier reingehen. Ja, aber hier vorne, oder? Frank, willst du einen Eiskaffee? So. Nee, da ist das unser Boot, oder was? Stellt euch mal hier an der Tür, hier vor mir, so am besten in der Reihe auf. Frank und Rick sollen... Voll die Klassenausflug. Ja, er meint die blaue Tür, nicht die Tür, die da nicht... Die blaue Tür, Digga, also, komm, nicht die Tür, die ist gar nicht hier. Ich halte tatsächlich das Ding, Bruder. Hä? Lama. Doch, Bruder. Oh, Alter, ich spiel jetzt hier. Dann hätten wir auch nicht schießen. Ja, also, wenn wir hier stehen. Beschwert wenn wir hier stehen, über kannst du uns von der Gehörsam, Straße ne? aussehen. Ja, egal, scheiße. Okay. Scheiße. Davids, kannst du auch bitte? Ja, Travis, ist okay. Travis hat noch gewartet, bis wir uns vielleicht anders überlegt haben oder so. Versteht man uns? Hallo, hallo? Hi. Ja, wieso nicht? Oh, ein Stück näher, ja, so. Travis, stell dich mal bitte hin. Das ist ein sehr, sehr, sehr ernstes Gespräch. Also, ich fange am besten an. Das macht am meisten Sinn. Ich weiß nicht, kommt noch einen Meter ran, bitte. Ich weiß nicht, dass wie viele Mal ich euch jetzt zusammenrufe, um dieses Gespräch zu führen. Ich weiß auch nicht, wie viele Mal ich das noch tun werde, weil es mir auf den Sack geht. Die Problematik ist, dass viele von euch, es gibt Leute, die brauchen sich 0,0 angesprochen fühlen, das wissen sie auch. Viele von euch oder einige von euch denken, sie wissen alles besser, denken, sie sind die Schlausten, denken, sie sind die Besten und können alles und Sonstiges. Wir haben Leute, die nicht hören. Ihr seid nicht unsere Hunde und so behandeln wir euch nicht. Wir sind keine Gang und so behandeln wir euch nicht. Aber wir sind der Kiez und wir repräsentieren etwas. Und wenn wir etwas repräsentieren, repräsentiert ihr immer den neben euch Stehenden. Und ich glaube, das ist vielen von euch nicht bewusst oder sie leben diese Philosophie nicht, warum auch immer. Ihr seid keine Assis. Ihr seid Leute, die hier seit Monaten stehen, die seit Monaten extrem viel erreicht haben und die mit den höchsten Stand in der Stadt tragen. Und das wisst ihr auch. Und da braucht ihr nicht arrogant drüber sein oder Sonstiges, denn das haben wir zusammen geschafft und keiner von euch alleine. Das heißt, jeder von euch ist auch nur so viel wert, wie die neben ihm stehen. Das vergesst ihr. Des Weiteren, in Zukunft, sehr wichtig, wenn ihr Entscheidungen trefft, die auf den Kiez zurückfallen, ganz speziell, wenn es um Polizisten geht und euren Umgang mit den Polizisten. Digga, mein Reden. Ich meine niemanden genau speziell, mein Reden. Weil ich weiß, dass fünf von euch das auf ihrer Liste stehen haben. Repräsentiert ihr den Kiez. Wenn ihr gesagt bekommt, lasst das und haltet eure Fresse, dann haltet eure Fresse. Ganz besonders, wenn das John sagt, wenn das Frank sagt oder wenn das Rick sagt. Nicht, weil wir eure Bosse sind, sondern weil wir verfickt nochmal die Köpfe quasi... Wir sind die Köpfe von Kiez, Digga. Und John ist nicht weniger wert als ich. Das heißt, wenn John zu jemandem was sagt, der älter ist als er, hat das trotzdem mehr Gewicht, weil es hier nicht mehr um Alter geht. Es geht hier darum, dass wir den ganzen Tag damit nimm deinen Arm runter. Ich habe nicht vor, irgendjemanden gerade von euch sprechen zu lassen. In der Schule, Digga. Es geht nicht mehr. Und das könnt ihr auch so nicht mehr machen. Und es nervt. Und es nervt. Und es nervt. Und es nervt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir sind zu weit drinne, als dass das noch ein Spaß ist. Wir sind in Geschäfte verwickelt, die so hochgradig am Anus sind, dass wir gefickt werden können bis aufs Weitere. Und wenn ihr nicht hinter uns steht und euch nicht so verhaltet, wie wir wollen, dass ihr euch verhaltet, dann solltet ihr in den Kindergarten zurückgehen und dann hoffen, dass ihr einen Sozialpädagogen erwischt, der sich euch ermahnt und genau auf euch eingeht.
Und ich traue das keinem von euch zu, dass das euer Ziel ist oder das, was ihr wollt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Problematik ist folgende gerade. Die ist sehr aktuell, diese Problematik. Wir haben den einen oder anderen hier in den Reihen vor uns stehen, die ich zu sehr schütze. Und das tue ich wirklich zu sehr. Denn die Problematik ist, der Kiez ist eine Familie und ich bin der Vater. Der Vater kann gewisse Entscheidungen nicht treffen oder der Vater ist in gewissen Punkten blind. Einer dieser Punkte, in dem ich sehr blind bin, weil ich euch wirklich, und das meine ich wirklich ernst, und das ist kein Gelaber, kein Mafia-Gerede, das ist die Realität. Ich liebe jeden einzelnen von euch und könnte keinem einzigen von euch irgendwas zuleide tun, wenn es mich wirklich nicht provoziert ist von euch mir gegenüber. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich der Vater bin sozusagen. Das heißt, der Vater, der kann seinen Kindern nichts tun. Und genau dafür bin ich blind. Ich sehe solche Sachen nicht. Jeder von euch wusste, dass Nero eine Fotze ist. Jeder von euch wusste, dass er ein Verräter ist. Ich bin der Einzige gewesen, der blind davor war. Ich wusste das nicht. Ich war blind davor. Ich habe eine Fehlentscheidung getroffen, weil ich blind war. Ich habe immer wieder zugelassen, dass Nero, mein Bruder Nero, den ich heute noch mein Bruder nennen würde, obwohl ich weiß, was passiert ist. Mein Sohn, mein Bruder Nero. Weil ich nicht wollte, dass ihm was passiert. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt möchte ich ja hören. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und da liegt das Problem. Und genau dafür stehen Jan und Rick. Rick macht Dinge, die ich nicht kann. Jan macht Dinge, die ich nicht kann. Jan hat genauso viel zu sagen wie ich. Rick hat genauso viel zu sagen wie ich. Und jeder einzelne von euch ist auch nicht unser Hund. Ich wiederhole das nochmal. Wir geben euch keine Befehle, die ihr ausführen müsst, sonst töten wir euch. Davon wollen wir mal wegkommen. Wenn ich zu euch sage, bau bitte an und ihr sagt, ich habe keinen Bock darauf, ist das kein Grund, durchzudrehen für mich. Das ist abgefuckt, ich raste aus, schreie euch an vielleicht, so weiß, aber das ist nicht schlimm. Schlimm sind Dinge, wo andere Leute mit reingezogen werden. Das heißt, wenn als Beispiel wir am Park stehen und Fontana möchte einen Krieg anfangen vor Ort mit den CGB, die neben uns stehen und ist der Meinung, rübergehen zu müssen und die anspucken zu müssen, dann müssen wir zusammen ihn davon abhalten. Und diese Entscheidung möchte ich gar nicht mehr, dass ihr sie trefft. Ihr müsst zum Wohle von allen denken und nicht zum Wohle eures Egos und eurem eigenen Tun. Das ist der Punkt, den ich hier unbedingt loswerden muss. Den Rest übernehmen die. Rick, willst du zuerst was sagen? Nee. Du wolltest gerade was sagen. Folgendes. Ich leg euch mal so preis, was ich die letzten Wochen vorhatte. Ich hatte vor, mein eigenes Ding durchzuziehen. War auch davor, hab auch schon Leute im Hintergrund rekrutiert, hab auch schon soweit alles ready und könnte eigentlich jederzeit abhauen. Das Ding ist, ich bin zu loyal Frank gegenüber, um mein eigenes Ding aufzuziehen, und habe mit Frank geredet, habe ihm gesagt, habe ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, hör mir zu, Bruder, die Zeit des Redens ist vorbei, Reden ist Belash, so, und was ich sage, oder was Rick sagen, was Frank sagt, wird demnächst gemacht. Strukturieren ein wenig ein bisschen um. Das Ding ist... Versteht ihr kurz, ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Versteht ihr, wenn ich nicht euch acte, weil ich der Meinung bin, ich mag euch zu gerne, haut er euch vielleicht auf die Fresse oder Rick euch vielleicht auf die Fresse. Weil ich zu wenig sehe. Versteht ihr? Versteht ihr, das ist eine Resonanzfrage? Ja. Geil. Ja. Frank ist ein zu gutgläubiger Mensch, hat ein zu weiches Herz, um so Sachen durchzuziehen wie bei seinen Freunden, die ich oder ein Rick durchziehen würden. Wir sind da knallhart, werden das auch demnächst so knallhart durchziehen. Ich hab keinen Bock mehr auf so eine Scheiße, auf diesen Kindergarten, dass untereinander die ganze Zeit gestichelt wird, dass Leute untereinander keinen Bock mehr haben, mit dem anderen rumzuhängen. Dieses hektische Rumgezicke und so weiter, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich sag euch das jetzt einmal, ich reißt euch am Riemen, das ist kein Spiel. Jeder hat mal seine Phase, die hab auch ich oder ein Rick, dass sie die ganze Zeit provozieren und uns über Situationen lustig machen. Ja, nimmt euch keiner übel. Aber wenn man euch mehrfach drum betet oder auffordert, das sein zu lassen, so dann solltet ihr schlau genug sein, um das auch zu unterlassen, weil das ist kein Spiel. Wir haben Monate sehr, wir haben Höhen und Tiefen gehabt als Kids. So, wir hatten eine Zeit lang, da standen wir mit 20 Mann da, da gab es aber Zeiten, da waren wir zu 4, 5. Und wir haben ein zu gutes Standing in der Stadt, um so mit uns oder so über uns herziehen zu lassen, weil irgendwelche Leute aus der Reihe tanzen, so.
seht das einfach als als Drohung, sondern als Bitte meinerseits oder unsererseits, dass so geactet wird, wie es verlangt wird. Seid in keinem Kloster. Wir sagen nicht, was ihr zu tun und zu lassen habt. So lebt euer Leben, kein Problem. Aber denkt immer dran, dass ihr irgendwo zugehört und das, was ihr tut, könnte uns schaden. Kobi, was geht, mein Mann? So, und das wollen wir nicht. Ob es jetzt, ich will jetzt keine Haare, scheiß drauf. Ich will keine perfekten Beispiele, keine Leute speziell ansprechen, so, das mache ich dann später. Da 4 oder 6 Augen, je nachdem, ob die anderen Jungs von mir, also Rick und Frank, mitziehen. So, da gibt's aber ein paar Sachen mit denen, mit paar Leuten, die ich auf jeden Fall noch klären will. So Sachen, die nicht gehen. Und, ja, hier wird jetzt demnächst knallhart durchgezogen. So normal, das wurde schon öfter gesagt. Aber das Ding ist, ja. Diego, komm mal nach vorne, Bruder. Du weißt, dass wir dich alle lieben, dass wir dich aufgenommen haben, dass du dein Ding durchziehen konntest. Du wolltest Medic werden, du warst Medic schon vor, bevor du Teil von uns warst. War schön und cool, du wolltest Mechaniker werden. Warst bei uns, haben wir kein Problem, mach. Du wolltest tätowieren, kein Problem, mach. Du wolltest deinen Laden übernehmen, deine Bäckerei da, kein Problem, mach. Aber womit wir ein Problem haben ist, wenn du sagst, wenn du uns ins Gesicht lügst und sagst von wegen, du hast nichts mit Freya, du hast sie geheiratet wegen Firma und so, aber dann irgendwie sich schon nach ein paar Tagen rausstellt, da ist mehr als nur Zweckhochzeit, dies, das. Hast du deine Schulden beglichen, diese 20.000, die offen waren? Nee, die muss ich noch machen. Ja, warum hast du ein Haus und mehrere Autos, Bruder, wenn du noch Schulden bei uns hast? Okay. Dann lass mich im Gegenpart, auch im Beisein aller Jungs, mal komplett alles offenlegen. Leg alles offen, Bruder. Ich weiß vieles nicht, deswegen frage ich. Genau, und genau deswegen will ich euch einfach auch mal generell etwas vor Augen halten. Das Haus, was ich habe, jetzt vielleicht für einige ein bisschen verständlich, für andere vielleicht weniger, wollte ich einfach haben, um so eine Art Rückzugsort zu haben, wenn mir Sachen über den Kopf wachsen. Frank habe ich viel auch gefragt, wenn ich irgendwas nicht wusste. Das Haus gehört zu, ich glaube 100.000 sind noch offen von dem Haus, die mir gar nicht gehören. Das weiß Rick zum Beispiel. 100.000 von diesem Haus sind nicht mal bezahlt, die habe ich noch Digga, offen. Aber da muss man dazu sagen, das weiß ich nicht von dir, ja? Ja, genau. Ja, weil es Sachen sind, für die ich mich persönlich selber schäme, weil es im Nachgang halt irgendwie kacke war, weil ich hätte diese 100.000 zum Beispiel hätte ich halt auch in die Kasse stecken können. Hätten wir halt alle was von gehabt. So, Autos habe ich den Dukes, der über mich läuft. Der Rest sind Firmenfahrzeuge, das ist jetzt der Chef da, den ich geholt habe über die Firma, und das ist der Windsor, den ich mir geliehen habe von einem Freund, also von Olli, unserem Tuner, den kennt ihr ja hoffentlich alle, der jetzt seit 3 Wochen verschollen ist. Das sind alles so Sachen. Was ist mit deiner PD-Geschichte, Bruder? Warum jetzt in der Stadt rum, dass du Bulle bist? Nee, warte mal, dazu muss ich tatsächlich was sagen, was du gerade gesagt hast. Digga, das ist Bullshit. Selbst wenn du dich, egal wie du es drehst und wendest, soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil du der Einzige bist, der separates Geld verdient. Du hast es nicht nötig, du bist der Letzte, der es nötig hat, beim Kiez Schulden zu haben. Du hast vorher Geld gehabt, durftest es behalten. Du bist der Einzige, der unabhängig Geld verdient. Nein, aber trotzdem, es geht um das Prinzip. Nein, du hast dein Unternehmen plus du hast deinen Check. Du bist der Einzige, der Geld verdient. Dass du schuldest, ist unfair, während ein Hansel zu uns schnorren kommen muss wegen $800, damit er seine Miete bezahlen muss. Ja, und genau deswegen... Ja, aber das ist der Punkt. Nein, ich brauche mich nicht weiter drüber reden. Das Thema wollte ich nur dazu sagen. Ich habe gar nichts zu sagen. Okay. Ja, warum erzählst du in der Stadt rum, dass du Bulle bist? Wieso jetzt? Ich erzähle das in der Stadt rum. Es sind Personen auf mich zugekommen, meinten, wie Diego ist Bulle. Ja, und da kann ich dir sagen, dass das aus ganz vielen Löchern kommt mittlerweile. Und du hast es Aurora selber erzählt. Ja, und jetzt hör mir zu. Warum erzählst du sowas, Aurora? Weil es langsam publik werden muss, und das hat jetzt einen anderen Grund. Der hatte ich, glaube ich, auch mit. Ne, mit. Doch, hatte ich mit dir drüber gesprochen, Rick? Ich weiß es nicht. Mir wurde schon der Zeugenschutz mittlerweile angeboten, weil die PD Panik bekommt, dass ihr mich umbringen wollt, wenn es Leute erfahren. Und deswegen habe ich gesagt, wenn, dann gehe ich damit selber in die Öffentlichkeit und so, und dann ist es halt so, aber dann wissen wenigstens die Leute, zum Beispiel jetzt auch die Westside so, die wissen halt auch, wenn irgendwas ist, wegen deren Probleme oder sonst irgendwas mit Cops, dann können die sich melden, dann komme ich zum PD. Habe ich ja auch oft genug gemacht. So, es geht einfach nur darum, es geht darum, dass Sweeney mich
vor euch verstecken wollte. Und ich bin nun mal, ich habe nicht umsonst, und das ist leider ein Fakt so, ich habe Frank ja quasi schon fast drum angefleht, überhaupt in den Kiez zu kommen. Und das ist das Fakt und das weiß Frank. Hast du das mit Frank oder mit Rick kommuniziert, was du gerade erzählt hast? Ich hatte, glaube ich, mit Rick mal drüber gesprochen, dass das bei mir schon dass der Zeugenschutz bei mir was irgendwie. Mit dem Zeugenschutz? Das höre ich gerade zum ersten Mal, Digga. Okay, dann habe ich es. Wir haben über die PD-Sache geredet damals, das ist schon Ewigkeiten her. Genau. Und so. Genau, und dann aber kam ansonsten irgendwann Sweeney auf mich zu und hat gesagt: Von wegen du, also es gibt die Möglichkeit, wir stecken nicht in den Zeugenschutz, weil das Ding ist ja einfach, mir fehlt immer noch meine Marke. Das ist halt ein Fakt und Sweeney kommt nicht aus dem Arsch. So, und Sweeney wollte mich in den Zeugenschutz stecken, damit ich normalen Streifendienst fahren kann. So, ich habe aber auch jederzeit, das habe ich auch Frank von Anfang an gesagt, ich habe kein Problem damit, jederzeit Sweeney anzurufen und zu sagen, ich bin raus. Weil ich halt einfach, meine Loyalität gilt euch so, weil, keine Ahnung, ich habe zwar ein, zwei Leute, und das wisst ihr ja auch, mit denen ich nicht gut klarkomme, aber da wollte Frank ja eh mit mir drüber reden, über eine Person davon, damit ich die Gründe verstehe, warum ich ihn vielleicht auch nicht mag. Deswegen, also ich kommuniziere das wirklich transparent so, einfach weil ich halt merke, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo halt, wie ihr selber gesagt habt, wo nicht jeder frei drehen darf, wie er gerade bockig ist, sondern wo halt wirklich mal zusammen an einer Linie gezogen werden muss und nicht die Linie sich in tausend Fäden verläuft und jeder sein eigenes Ding dreht und damit, ja, den Namen vom Kiez in unterschiedlichen Weisen kaputt macht. Und es gibt einige, die das machen. Und da bin ich nicht ausgeschlossen nach dem neuesten Ding jetzt bei mir, sage ich so, wie es ist. Das ist scheiße und es ist auch nicht cool gelaufen und ich würde tatsächlich gerne wissen, aus welcher Richtung das kommt. Ich weiß, du wirst es mir vielleicht auch nicht sagen, dass das mit Freya irgendwie ja doch so ein ernstes Beziehungsding ist. Das würde ich tatsächlich gerne wissen, das interessiert mich. Wurde schon mehrfach gesehen, wie du mit der Zeit verbringst, bevor wir das Thema abschließen, das andere, von wegen, dass das in der auf der Straße mit Digga, dass du Kopf bist und so. Zum Beispiel, das ist so eine Entscheidung, Digga, die du getroffen hast, ohne Rücksprache zu halten. Ja. Uns alle, Digga. Du hättest uns damit ficken können. Einfach entschieden. Ich weiß. Warum? Weil ich, je transparenter ich damit umgehe, desto schwieriger ist es für Sweeney letztendlich zu sagen, okay. Ja, aber warum uns gegenüber nicht transparent? Uns ja, gegenüber. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber kommuniziert das doch mit uns. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, das tut mir halt wirklich aufrichtig leid, dass ich das nicht offen kommuniziert habe. Aber man muss. Ja, Digga, aber mit einem tut mir leid, Digga, meinst du, wenn das jetzt nein, ich will gar nicht, dass es dabei bleibt. Meinst du, damit können wir uns unseren Ruf wieder aufbauen, wenn er am Boden gewesen wäre? Genau, und das ist halt der Punkt so. Ich will gar nicht, dass es, dass du sagst einfach, okay, Entschuldigung, gut ist so. Ich will einfach nur, dass die Transparenz jetzt zeigen und wirklich einmal alles auf den Tisch legen. Und dann bin schon spät, könnt ihr euch überlegen. So, Frank hat mir ja die Ansage gemacht gehabt, ob ich weiter im Grunde bei meiner Familie bleiben kann oder ob das. Ja. Okay, anderes das Thema. Das sage ich hier so, wie es ist. Ich habe wirklich kalte Hände. So, ich. Pack mal die Waffe weg, Fonte, der Wasser mit dir. Ups, sorry. Anderes Fonte will mich Thema. Direkt loswerden. Was ist mit dem Thema mit Alicia? Ich habe mitbekommen, die war eine CGB-Snitch, ja, und du hast sie gedeckt oder so. Genau, so. Thema Alicia. Alicia war mein erster Fall im Zeugenschutz. So, ich habe die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, entweder, also Digga, es gab ja das du immer hast das doch Lilly vorher schon geschützt, komm ich nicht mit was, Lilly, wen habe ich geschützt? Lilly hast du auch geschützt. Nee, Moment. Du hast Lilly versteckt, du hast dir ein Auto gegeben und Bruder, da ich war genau, ich wollte ihn tatsächlich. Soll ich dir mal ehrlich sagen, was mich wundert, warum JC dich nicht umgebracht hat? Weil ich JC dafür eine andere Snitch geliefert habe von ihm. Okay. Also ich bin wirklich jemand, der dann auch seine Fehler sich eingesteht. So, was ich witzig finde, und das wird hoffentlich auch an euch herangetragen worden sein, weil zu diesem Gespräch kam es ja noch nicht, seitdem ich mit JC gesprochen habe. Wusstet ihr, dass Alicia am Ende mit ihren letzten Worten versucht hat, noch gegen mich zu hetzen und mich gegen euch auszuspielen? Und die hat JC erzählt, dass wenn es um den Kiez geht und das PD, dass ich mich fürs PD entscheiden werde. Ich weiß aber, und das so stehe ich auch, und das weißt du, Frank. Ich habe dir mein Wort darauf gegeben. Wenn du sagst, es reicht, geh da raus, dann gehe ich da raus. Dann bin ich weg. Dann werde ich das PD sofort verlassen. Weil es ist nützlich, keine Frage so. Jeder zieht irgendwo seinen Nutzen daraus.
Aber in dem Moment, wo es den Nutzen verliert, bin ich da raus. Und das weißt du. Und dafür kannst du mich mittlerweile gut genug einschätzen. Ich baue Scheiße, aber ich bin auch... Du weißt, dass ich dir in allen Themen blind vertraue. Du bist für mich wie ein Bruder und ein Sohn. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Und ich liebe dich, Diego. Aber eine Sache gibt es, da kommst du nicht klar. Und das sind Frauen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, unterschreibe ich. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, du lügst. Ich glaube, du hast was mit ihr. Aber du willst es mir nicht erzählen, weil du weißt, dass das Konsequenzen nach sich zieht. Ich glaube, du hast was mit ihr. Und nicht, weil ich denke, dass du ein schlechter Mensch bist oder mir was Böses willst, sondern weil sich was entwickelt hat und du das jetzt nicht mehr abbrechen kannst. Oder dass es dir schwerfällt oder dass du das einfach nicht möchtest, weil es dir gut tut. Oder aus welchen Gründen auch immer. Aber egal warum, du widersetzt dich dem, was ich dir da gesagt habe damit. Und das rückt mich in ein Licht von einem Hurensohn. Ich bin aber kein Hurensohn. Genau, und das ist ein Licht, in das du auch nicht gerückt werden sollst. Bin ich aber. Durch dich mehrfach. Und das immer wegen Frauen. Ja, und du bist nicht der Einzige, was das Frauenthema betrifft. Ja, aber ich bin, der Einzige. Ja, aber ich bin tatsächlich, und das, da muss ich halt auch recht geben, ich bin einer, bei dem wegen dieser Scheiße mit den Weibern immer wieder irgendwelcher Stress aufgekommen ist. Ja, und das ist mit der Tussi, und ich sag dir auch warum, Diego. Ja. An dem Abend, wo du uns das erzählt hast, habe ich dich gedeckt. Aber für wie dumm hältst du mich? Sei mal bitte ehrlich, Digga. Okay, warum willst du sie, du sagst, du willst sie heiraten. Ja. Damit der Laden dann nach ihr überschrieben wird. Ich weiß jetzt nicht, was ich daran schlimmer finden würde, dass es die dümmste Ausrede ist, die ich je gehört habe, oder dass irgendeine Nutte, die du gar nicht kennst, irgendeine Tussi, die mit noch einem Kollegen von irgendwem zusammen ist, wichtiger ist da, dass es an sie übergeht, als an jedem im Kiez. Kannst du dir aussuchen, was ich davon schlimmer finde. Dass du das überhaupt machst, ist ein Schritt, der gar keinen Sinn ergibt. Überhaupt gar keinen. Ergibt absolut gar keinen Sinn, sie zu heiraten. Warum? Erzähl mir den Sinn. Und wenn du jetzt mir wieder kommst mit dieser Geschichte von wegen, ja, falls ich sterbe, dann geht das an sie, dann bist du ein Hund. Warum geht das denn nicht an mich, wenn du stirbst? Okay. Ja, weil dann sag ich das so, wie es ist, und dann stehe ich halt jetzt auch dafür ein und werde mir dafür von mir aus auch die Kugel fangen. Ja. Es hat sich was entwickelt, ja. Und das Thema mit der, und das ist jetzt kein Scherz, das sage ich so, wie es ist. Es lief in dieser Form, wie ihr es denkt, lief noch nichts. Diese Hochzeit. Hör mir zu, hör mir bitte. Ja, genau, hör mir bitte erst zu. Es hat sich was entwickelt, ja, aber ich möchte es auch nicht an mich ranlassen, zu nah. Diese Hochzeit war tatsächlich eher so, und es ist no joke, diese Hochzeit ist aus einem Affekt entstanden. Es war einfach so dieses, okay, komm. Weißt du, und dann zieht man dann halt, habe ich gesagt, okay, ich zieh durch. So, dann bin ich im Grunde verheiratet, so, dann. Also das ist mein Denken, ich weiß, ich bin schon wieder geistig behindert. Weil dann habe ich nur noch Augen für eine. So, und diese eine werde ich nicht anfassen. Pack die scheiß Handys weg. Und diese eine werde ich nicht anfassen, bis Hector entweder sagt, okay, es ist von seiner Seite aus okay, oder er tötet mich. Und das ist die Information und das ist die absolute Wahrheit. Ja, komm mal mit, Diego. Ich verstehe nur Bahnhof. Guck mal, ich will nicht, dass du sagst, sie ist zu wenig. Guck mal, ich liebe dich wirklich, Bruder. Ich liebe dich wirklich. Hör nicht noch. Nimm dich sogar in den Arm, Bruder. Ich liebe dich wirklich. Ich weiß. Will. Lass ihn essen, Kerl. Dreh dich weg, Frank. Geht mal nach hinten, Jungs. Geht mal nach hinten. Stell dich in die Ecke, Diego. Rick geht zur Seite. Ich hab keinen Bock mehr, Jungs, reden ist mit Rick, geht zur Seite. Da ganz weg, Rick. Als Hirte erlaube. Geh weiter weg, Rick. Geh weiter, Frank. Komm zu mir, Frank. Ich will auch auf meinem Reihen. Geht alle zur Seite, Jungs, ich hab keinen Bock mehr. Durch ein Meer von Blut. Gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris. Et filii. Et spiritu sancti. Reden ist belächt, Diego. Reden ist belächt. Wir haben dir mehr als eine Chance gegeben, Bruder. Die wichtigsten Worte. Hört mir zu. Jeder von euch weiß, dass Diego unser Bruder ist und war, und wir lieben ihn über alles. Aber es geht nicht mehr. Wir sind keine Kindergartentruppe mehr, wir sind weiter drüber hinaus. Und Diego hat Dinge getan, mehrfach, zu viel, zu oft, die zu krass waren. Diese Entscheidung habe ich nicht getroffen. Denn ich könnte sie niemals treffen. Ich liebe Diego.
Diese Entscheidung habe ich nicht getroffen. Ich treffe für uns gute Entscheidungen, die uns nach vorne bringen. Ich treffe für uns Entscheidungen, die dafür da sind, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns allen gut geht. Ich treffe Entscheidungen, wo ich halte meinen Kopf auch für euch hin in jeder Situation. Ich würde für jeden Einzelnen von euch sterben. Aber es gibt Grenzen. Und das ist das, was wir euch hier aufzeigen wollen an der Stelle. Wir sind immer noch der Kiez. Und wir sind immer noch Leute, die zusammenstehen. Kann sein, dass es viele von euch beängstigt, was hier gerade passiert. Kann sein, dass ihr euch darüber geschockt seid oder sonstiges. Aber Diego hat es zu viel übertrieben. Diego hat uns in die Scheiße geritten, mehr als ihr euch das vorstellen könnt. Der hat Gang-Snitches gedeckt, war mit denen zusammen. Haben wir drüber hinweggesehen. Ihr wisst es nicht, die Biste ist zu groß und immer geht es nur um Frauen. Versteht ihr das? Ja. Das, was Jan gerade eben gesagt hat. Die Taten, die ihr tut, die Unüberlegten, die uns Schwierigkeiten besorgen. Der Tag, wo sich was ändert, hat jetzt gerade angefangen. Wolltet überall mit einbezogen werden? Wie habt ihr das? Jetzt wisst ihr es, Nero ist auch im Übrigen tot. Nero wurde auch vor 3 Tagen getötet. Wollt ihr über alles Bescheid wissen? Okay. Das ist aber der Weg, wie ihr hier rauskommt. Das sollte jedem klar sein.